Hi Leute, ich war heute beim Forellenhof. Forellenhof, ja, nicht wundern. Ist einiges mehr dabei als Forellen. Und ja, zeige ich euch die mal, die Fische, die ich gefangen habe. Also, wie üblich am Forellenhof, eine Forelle. Ich messe die mal eben und dann zeige ich die gleich mal wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt einfach mal das Zentimetermaß rangelegt. Und es ist Schluss bei 3 und gut, ja, 33 Zentimeter. Okay. Die zweite Forelle. 33 war das eben gerade. Mit meinem Schwanz angelegt. Mach ich mal genauer jetzt hier. So. Ja, da so. Und die ist 34. Einen ganzen Zentimeter größer. Jetzt habt ihr es gerade schon gesehen, das wollt ihr eigentlich nicht. Aber egal. So. So. Das ist, glaube ich, der größte Fisch, den ich gefangen habe. Nein, Scherz. Der ist 13 Zentimeter. Ja. Ja. Ja, so. 12,5, sagen wir so. So. Ein Grundling oder so, ähnlich wie die auch heißen. Hier. So. Hoppala. Okay. Der ist 14 Zentimeter. 14 Meter. Nein, 14 Zentimeter. So. Das habe ich alles beim Forellenhof gefangen. Nur das Info, habe ich ja schon gesagt. Okay. Die beiden kriegen meine Katze. Und jetzt kommt das, wo ich mich am meisten drüber gewundert habe. Eine Brasse. Habe ich gesagt, ja, nicht wieder reinschmeißen, nehme ich mit. Weil eine Brasse fängt man ja nicht alle Tage am Forellenhof. So. Und die ist gute 30 Zentimeter. Zentimeter? Ja. Genau. So, das sind alles meine Powerbaits. Ja. Einmal White, Black. Diese Farbe. Einmal Kornglitter. Ist das hier. Dann einmal die Farbe. Die habe ich mal gefunden. Black mit Knoblauch. Die Farbe. Schwarz-Weiß gemischt. Cheese-Glitter. Und die mit Knoblauch. Ich habe, glaube ich, insgesamt ja, 2 Knoblauch. Aber mir fällt gerade was ein, das hole ich nochmal eben. Ja. Obwohl. Ja. Sorry, aber die Farben hatte ich gerade vergessen. Hoppala. Ja. Auf jeden Fall Knoblauch. So, ich mach die nochmal auf. Damit ihr sehen könnt, welche Farben.
So, das sind die Farben, die ich gerade geholt habe. Einmal blau. Grün mit gelb gemischt. Seht ihr? Ja, doch, bisschen da. Das ist gelb. Das ist rot. Das gehört da nicht rein. So, das sind meine ganzen Powerbaits. Ja. Ja. Okay. Das nochmal meine Fische. Dann. Also. Ich war 3 Stunden beim Forellenhof. Ich hatte die Fische halt. Die Fische. Ah, ich muss mal kurz Schluss machen. Oder? Nein, noch nicht. Bei Opa müsste gleich kommen. Okay. Ich war beim Forellenhof und ich hatte insgesamt 2 Barsche. Den einen habt ihr gesehen, aber der andere habe ich wieder reingesetzt. Ich hatte noch einen von denen. Eine Brasse. Und halt zwei Forellen. Und die beiden Barsche habe ich mit den Rotwurm gefangen. Die Brasse mit Bienenmaden. Den mit Bienenmaden und die beiden mit Bienenmaden. Ich weiß gar nicht, was war denn. Ich glaube, der erste war auch mit Bienenmade. Aber egal. Ja, dann bis zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen.